habe Schrott meiner Mitarbeiter gesammelt, daraus Kunstwerke gebaut und in einer Galerie ausgestellt. Hier soll Jakob gut situierte Berliner dazu bringen, für den Müll aus unserem Büro Geld zu bezahlen. It's my poopoo hole. Sagst jetzt schnell die Haut ab. I'm just selling the art, but it's my poopoo hole. Oh, ja. My poopoo hole. Können wir denn im Preis ein bisschen irgendwo runtergehen? Ganz überall im Preis ein bisschen runtergehen, ist kein Problem. Ah, da bist du jetzt nicht wählerisch, ne? Nein, Hauptsache weg. Ist doch, ey, sagen wir doch mal, unter uns ist alles Müll. Aber hier, das ist doch der Überfluss. Ja, natürlich sollst du das für 1200 Euro verkaufen. Aber wenn das jetzt keiner zahlt, kannst du auch für 10 Euro verkaufen. Ah, guck mal. Hallo. Ja, darf ich Ihnen mal ein bisschen was zeigen? Schauen Sie mal hier drüben. Das lebt auch ein bisschen von dem tatsächlich sehr günstigen Preis. Es kostet nur 8 Euro. Das ist ein bisschen Teil des Kunstwerks, ist der Preis. Weil das kostet nur 8 Euro. Also, wir kommen hier eigentlich von 1200 Euro. Und wir sind jetzt bei 8. Und wir sind jetzt bei 8. Ich denke, das ist ein satter Rabatt. Ich glaube, die ist ein bisschen skeptisch und so, aber irgendwie, ich halte sie für schwach genug, was zu kaufen. Sie waren ja interessiert hier an dem Fleischlicht, dem Wurstspender. 2 Euro. 2 Euro. Die Wurst mit dem Spender? Ja. Für 2 Euro? Für 2 Euro. Bitte? Na gut, ist okay jetzt. Ja. Sie kaufen das? Bleib jetzt cool, freu dich nicht so doll. Das ist ganz normal, dass hier jemand was kauft. Gib's dir einfach, sag hier, na gut. Na gut, ausnahmsweise. Ja. Ja, dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Freude. Und möge Ihr inneres Fleischlicht immer brennen. Tschüss, Bussi Bussi. Sie hat das gekauft. Wir haben 2 Euro Gewinn gemacht. Und muss ich das Schild jetzt abnehmen? Stell da, nein, Moment. Hier ist ein geheimnisvoller Kasten. So, dann haben wir direkt ein neues Exponat. So, Jakob, ich habe jetzt jemanden angerufen von einem Magazin, das heißt Spike. Das ist ein sehr renommiertes Kunstmagazin. Du hast jetzt jemanden, der sich mit Kunst auskennt. Aber der sieht doch sofort, dass es alles nein, so das Müll sieht ist. Woher soll der das denn wissen? Ich habe mit ihm in deinem Namen telefoniert praktisch. Und als Galerist habe ich ihn angerufen. Der denkt also, ihr kennt euch schon. Er heißt Robert, aber ich würde ihn einfach so aus Kumpelhaft würde ich ihn Bobby nennen. Robert nennt man nicht Bobby. Das ist die Abkürzung. Nee, ich sag nicht Bobby. Sag Bobby. Nein, das geht nicht. Oh, hallo, Robert. Wir haben telefoniert, ja. Oder darf ich Bobby sagen? Nee, okay. Das ist eine Galerie. Genau. Seit wann sind wir hier? Heute. Seit heute eigentlich. Ja, das sind alles eher Newcomer. Ich habe die zum Teil auch entdeckt. Nö. Nee. Komm zu mir. Jo. Ja. Folgen wir mal zu folgenden Exponaten. Jetzt hüpfst du auf einem Bein hinten zu den Wasserkanistern, ja? Folg mir mal kurz zu einem Exponat. Hüpfen. Das wäre hier, weiß nicht, ob der Luigi Di Lucio was sagt. Denkt man. Ist Grieche. Weil er ist Grieche. Vom Peloponnes. Nee, er ist vom Peloponnes. Da kennt ihn jedes Kind. Da kennt ihn wirklich jedes Kind eigentlich. Aber nicht wegen der Kunst, sondern weil er da einen geilen Eisladen hat. Richtig. Ein Eisladen. Ja. Also die ist noch. Also ich glaube, sie ist. Die hat halbe Stunde. Halbe Stunde. Maximal. Willst du noch jemand wissen? Was ist das? Hauptstadt von Frankreich. Das wäre schon gut für uns, wenn du einen Artikel schreibst. Wenn es einen Artikel gäbe. Ach Bobby, du machst das schon. Ja. Bobby, du machst das schon. Aber ich denke, Bobby, du machst das schon. Wenn das bei dir aufgehoben ist, denke ich,
Altes Haus. Alter Junge. Altes Haus. Okay. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. USA. 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 Also Jakob ist am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und ich habe jetzt noch jemanden organisiert, das ist ein Schauspieler, der hier einen Galeristen aus der Nachbarschaft spielen wird, der sich auch mal informiert. Ich habe jetzt zwei so Sachen in der Hand, weil ich dem auch aufs Ohr sprechen kann. Der sagt also auch das, was ich ihm sage, das weiß aber Jakob nicht. Und jetzt werde ich einfach mal mich praktisch über diese beiden miteinander unterhalten. Guten Tag. Ja, herzlich willkommen hier in der Ausstellung. Ja, herzlich willkommen hier in der Ausstellung. Ich habe hier in der Nähe auch eine Galerie und wollte mir das mal anschauen hier bei Ihnen. Ja, ich wollte mir das hier mal anschauen, da ich nämlich hier in der Nähe auch eine Galerie habe. Ich kann Ihnen auch gerne noch was zu den Exponaten sagen. Ja, machen Sie doch mal. Ja, wenn Sie dazu was sagen können, dann gerne. Was soll ich denn jetzt sagen? Bitte. Mhm. Ja, dann leg mal los, Jakob. Ja, das ist schon sehr inhaltsreich. Naja, das ist hier Seelenschmerz. So. Ich muss jetzt aber los. Das heißt, ich gehe jetzt. Aber die beiden können ja hier noch mal das miteinander ausdiskutieren. So, jetzt mach mal ein bisschen Freestyle. Jetzt mal ein bisschen Freestyle einfach, ja? Tschüss. Aber Sie können doch nicht hierher kommen und sich herausnehmen, dass Sie nun der Richter sind über das, was Kunst ist und was. Schauen Sie doch einfach mal, wir Galeristen, wir haben doch einen Anspruch, wir Galeristen.